So, willkommen liebe Zuschauer wieder zum Finanzplatz aus Frankfurt. Thema heute, Blick auf die Märkte aktuell. Wie geht's weiter am deutschen Aktienmarkt, vor allen Dingen auch beim DAX? Natürlich morgen im Fokus die Zahlen der Deutschen Bank. Wir werfen heute einen Ausblick auf das Zahlenwerk. Das Top-Thema am Donnerstag natürlich und heute auch die Postbank im Fokus, denn die ist kräftig im Plus mit fast 10%. Was ist da los? Mein Gast ist Thomas Nagel von Equinet. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Nagel. Ja, die Märkte letzte Woche und noch am Montag bei 7.000 sah ja schon wieder besser aus. Heute sind wir ja leicht im Minus, aber wieder Richtung 6.700 unterwegs. Da haben wir mal eine Grafik auch eingeblendet, die Sie uns mitgebracht haben, die hier ein, ja, ich will mal sagen, Zielfenster oder einen Korridor aufzeigt zwischen 6,1 und 6.600. Klingt ja auch nicht wirklich sympathisch. Wir sind jetzt bei gut 6.700 Punkten. Heißt das, da werden wir uns jetzt rein bewegen oder da sollten wir uns bewegen oder was meinen Sie mit diesem Fenster? Da sollten wir uns vor allem nicht drunter bewegen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also wenn wir es einfach historisch mal betrachten, ist einfach diese Supportzone das, worauf es jetzt wirklich in den nächsten Wochen oder Monaten ankommt. Die Schwäche ist da am Markt, wir können es alle nicht mehr von der Hand weisen. Die starken Abgaben, die wir halt vor zwei Wochen hatten, waren zu viel des Guten. Wir hatten eine deutliche Outperformance der deutschen als auch der europäischen Indizes gegen die US-Märkte. Die ist mittlerweile weg. Die ist innerhalb von zwei Handelstagen vernichtet worden. Und der Punkt ist einfach, jetzt kommt es wirklich darauf an, dass wir diese Supportzone wirklich verteidigen können, nachhaltig. Dass wir nochmal die Tiefstände sehen, werden wir uns überraschen lassen müssen, aber wir sollten halt wirklich nicht darunter fallen. Ich muss trotzdem die Frage stellen, was wäre, wenn wir die 6.1 verletzen nach unten, gen Süden hin? Mit einem Verletzen der 6.1 würden wir sicherlich hier längerfristig deutliche Verkaufssignale generieren. Sicherlich, klar, jederzeit wieder Gegenreaktionen auch möglich innerhalb des Marktes. Allerdings würden dann hier auch halt doch etwas längerfristig investierende Investoren halt ein bisschen auf eine andere Seite gedrängt werden. Und das gesamte optimistische Bild, was wir die letzten Jahre aufgebaut haben, wäre doch schon sehr, sehr kritisch angeknackt. Und man müsste einiges in Frage stellen. Noch ist es nicht so weit. Schauen wir mal, ob wir die 6.1 überhaupt sehen. Es wird nicht einfach sein, aber der Markt wird sicherlich einiges dafür tun. Warum die Schwäche am Dienstag, dieser Rutsch wieder? Wir sind ja gut gestartet in die Woche mit diesen 7.000. Was war da der Auslöser aus Ihrer Sicht? Also einen richtigen Auslöser gab es in dem Sinne eigentlich nicht. Unser Hauptproblem ist, wir haben vor zweieinhalb Wochen, diesen Montag und diesen Dienstag, die Abschläge, die wir dort erfahren haben im DAX, diese knapp 10-12% alleine für unseren Index, waren überproportional gegenüber allen anderen Indizes in Europa. Und damit ist im Prinzip, dass jetzt jede Schwäche, die in Amerika jetzt auftritt, dafür sorgt, dass wir automatisch wieder anfangen, teilweise den Markt ander zu performen. Das ist diese Stärke, die wir vielleicht noch vor ein paar Wochen gesehen haben, wo sich alle mal gewundert haben, die Amis gehen runter, warum geht der deutsche Markt nicht nach unten? Die ist momentan so stark angeknackt, dass genau dieses Verhältnis eben nicht mehr gilt und dass wir durchaus jetzt stärker anfällig sind für einige Bewegungen nach unten an den US-Märkten. Aber auch fairer jetzt bewertet als noch letzten Freitag? Oder was machen da so 300 Punkte aus? Oder 400? Bewertungsniveaus, würde ich sagen, spielen da, glaube ich, keine Rolle momentan. Ja. Das sind ganz, ganz andere Faktoren. Hier geht es wirklich darum, was intraday passiert, was ganz, ganz kurzfristig passiert. Wir dürfen nicht vergessen, es ist sehr, sehr viel kurzfristiges Volumen auch in den Märkten drin, durch Maschinenhandel, durch Programme, die halt kurzfristig engagiert sind und so weiter und so fort. Und das prägt halt momentan. Die Stärke ist weg und damit ist der DAX halt deutlich anfälliger, als das noch vor drei Wochen der Fall war. Sehen wir das auch bei der Stimmungsverteilung oder welchen Eindruck haben Sie da? Ich denke, die Stimmung, die ist seit Wochen schlecht, seit Monaten eigentlich, wenn nicht sogar vielleicht seit einem Jahr. Eigentlich hat sich da nichts Positives verändert. Sicherlich durch diesen Shakeout, den wir jetzt gehabt haben, diesen extremen Ausverkauf vor knapp zwei Wochen, hat sich die Stimmung auf keinen Fall deutlicher aufgehellt. Sie ist auf einem niedrigen Niveau geblieben, vielleicht sogar noch ein bisschen weitergefallen. Insgesamt betrachtet eigentlich ein positives Umfeld. Was jetzt halt fehlt, ist vielleicht mal eine große Story oder einfach eine Beruhigung des Marktes. Wir müssen uns erstmal irgendwo stabilisieren. Solange das nicht passiert, haben wir auch keine Chance für einen nachhaltigen Ansatz nach oben. Noch eine Grafik, die Sie uns mitgebracht haben. Was sehen wir hier? Rote Linie, DAX, Da erinnern Sie sich vielleicht noch dran, da hatten wir vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen. Ja. Das ist hier die relative Entwicklung des DAX gegen den S&P 500 in Amerika, mal betrachtet auf die letzten 40 Jahre oder knapp 50 Jahre. Ich weiß, es ist eine sehr, sehr lange Zeit. Aber die zeigt letzten Endes, dass wir eigentlich besonders in den Jahren 2000 bis 2003 eine deutliche Underperformance gesehen haben in Deutschland, im DAX gegenüber dem S&P 500. Diese Underperformance wurde in den letzten Jahren wieder aufgeholt. Also wir haben das wettgemacht. Dementsprechend war unser Index halt stärker. Jetzt sind wir dabei, diese langfristige Underperformance zu brechen. Wir haben sie kurz gebrochen. Das ist dieser kleine Haken. Und was jetzt momentan passiert ist,
ein sogenannter Backtest. Also wir versuchen einfach nochmal zu schauen, ist dieser Ausbruch nachhaltig oder nicht? Und das ist das, was wir momentan sehen. Und was wäre es denn, wenn wir darüber kommen? Die Lösung wäre, wenn wir es wirklich schaffen, diesen Abwärtstrend nachhaltig zu brechen, würde das meines Erachtens für die nächsten Jahre, das ist keine Sache für kurzfristig, weitere deutliche Outperformance-Chancen für die europäischen als auch den deutschen Index bedeuten, weil das Bild sieht in Europa ähnlich aus. Mhm. Und das würde vielleicht endlich mal dieses Bild Europas nach vorne bringen, wo wir eigentlich schon die ganze Zeit drauf warten. Also das ist ein recht harter Widerstand, aber wenn er erstmal geknackt wäre, wäre es positiv. Dann geht es darum, dass wir eine Chance auf Outperformance haben. Das hat noch nichts mit steigenden Kursen zu tun. Wir würden auch dann also quasi weniger stark fallen, wenn die amerikanischen Märkte... Dieses Potenzial würde sich damit dann eröffnen. Genau darum geht es. Also ein kleines Trostpflaster vielleicht für die Märkte, auch in unsicheren Zeiten. Vollkommen richtig, ja. Wir machen eine kurze Pause, sprechen dann über die Postbank, die bei über fast jetzt 57 ist, im Plus mit über 10%. Da ist einiges los wieder an Spekulationen. Und wir schauen natürlich auf die Deutsche Bank. Morgen gibt es die Zahlen zum vierten Quartal und den Ausblick auf 2008. Kurze Pause, bis gleich.